Ziel ist es, Gründern, Startups und Produktmanagern dabei zu helfen, ihre Produkte nachhaltig am Markt zu positionieren. Positionierung ist Veränderung. Die meisten Unternehmen gehen nach 2-3 Jahren pleite, Produkte versanden in der Schublade. Man glaubt, man ist richtig positioniert, ist es aber gar nicht. Und dieser praxisorientierte Workshop hilft dabei. Er gibt einem roten Faden, man weiß ganz genau, was am Ende zu tun ist. Nachdem wir den Teilnehmern kurz erklärt haben, wie der Workshop aufgebaut ist, nämlich in 6 Stufen, das heißt Zielgruppenidentifizierung und Segmentierung nach Rentabilität, dann herauszufinden, welche Versprechen geben wir unseren Zielgruppen, welche Risiken haben wir in unserem Produkt und was sind die Maßnahmen, die wir ableiten müssen, um später den Core Promise zu identifizieren, sind wir gerade in der Session, die Zielgruppen zu identifizieren. Das heißt, die Teilnehmer machen eine Brainstorming-Session, 20 Minuten, und danach werden die Ergebnisse vorgestellt. Der zweite Teil ist, was verspreche ich meinen Kunden? Also was ist wirklich das Hauptnutzenversprechen, was ich meiner Zielgruppe abgebe? Welchen faktischen Benefit habe ich? Und warum sollten die Kunden dieses Produkt, was ich anbiete, überhaupt nutzen? Und ganz wichtig am Ende, wie monetarisiere ich? Also wie verdiene ich mit meinem Produkt Geld? Das dritte Modul beschäftigt sich mit den Risiken, was in dem Produkt steckt. Ja, das ist ein Teil, womit sich die Startups und die Produktmanager am wenigsten gleich zu Beginn beschäftigen. Oftmals ist es so, dass ich Risiken erst wahrnehme, wenn ich schon im Doing bin, in meinem Produkt drinstecke. Das dritte Modul ist aber so aufgebaut, dass man im Vorfeld brainstormt, welche Risiken, also wirklich absolute Desaster, können mich bei meinem Produkt ereilen. Ja. Und das Schöne ist dabei, wenn man sich die Zielgruppen angeschaut hat, die unterstützenden Versprechen angeschaut hat und die Risiken, man kann alle Maßnahmen, die man quasi zur Prävention braucht, ableiten. Also am Ende kommt wirklich ein ganz klarer Actionplan raus, was muss ich als nächstes tun? Vor allem, wer tut es? Ganz konkret, wer und bis wann?